bin's der Matthias. Gestern war bei uns in Weinstadt die internationale Vogelspinnenausstellung oder Vogelspinnenbörse, besser gesagt. Und da bin ich natürlich auch hin als Vogelspinnenfreund und habe mir dann gleich zwei Exemplare geholt. Und die erste ist die Chelopachis natanicharum, Spezies Blue Electric, und ist eine wunderschöne, eher seltene Vogelspinne. Und sie hat extrem blaue Beine und auch die Fänge sind blau gefärbt. Ich habe mir ein Weibchen geholt. Jetzt aktuelle Körperlänge so bei 4 cm. Sie können aber 4 bis 6 cm reichen, wenn sie adult sind. Kommen ursprünglich aus Thailand und sind bodenbewohnend. Auch sehr spinnfreudig. Auf jeden Fall wunderschön. Ich werde sie jetzt in ihr Übergangsterrarium setzen und dann noch einige schöne Bilder machen von ihr. Hier kommt das Blau auch gut rüber durch die Kamera, mal sehen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es kommt nochmal ein Unboxing eines Giganten. Also es wird spannend. So, jetzt geht es weiter.
Als nächstes kommt... Nein, besser so gesagt. Sie zählt zu den größten Vogelspinnen überhaupt. Und zwar, hier seht ihr sie auch schon. Es ist keine Blondie Theraphosa, sondern eine Theraphosa apophysis. Und sie wird auch später mal riesengroß. Kann bis zu 11 cm Körperlänge erreichen. Also mega beeindruckend. Da haben wir auch ein Weibchen geholt. Aktuelle Körperlänge liegt so bei 4 cm. Aber bei jeder Häutung verdoppelt sich die Größe fast bei dieser Art. Man kann jetzt noch genau sehen, die hellen Beinenden von der Apophysis. Zoomen wir mal näher ran. Jetzt schon beeindruckend. Aber später wird sie mal ein wahrer Gigant. Okay, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und see you later, bis zum nächsten Mal. Ciao.